Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of Azula Empire. Wir haben ja letztes Mal das Ding fertig gespielt, deswegen wollte ich jetzt hier ein neues Spiel starten. Und ich glaube, ich mache jetzt mal 6 Leute insgesamt. Den einen mach mal gelb, den einen mach mal rot, der kann bleiben, den mach mal lila. So. Dann wählen wir für mich noch ein Volk. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die Tags. Wir sind produktiv und anpassungsfähig. Das gefällt mir. Ich nehme jetzt mal die Loyalisten. Genau. Und dann starten wir einfach mal. So. Okay, das passt. 12. Das wollte ich nur kurz gucken. Okay. Sieht doch alles schon mal ganz nett aus. Musik ist auch super. Gefällt mir. So, wir haben 2 Werften. Die lassen wir auch erstmal. Ich glaube, ich erkunde erstmal den Planeten ein bisschen besser. Also zivile Infrastruktur meine ich. Und dann bauen wir hier so Asteroiden. Und dann Aufklärerfregatten. Das macht nämlich Sinn. Dann können wir nämlich... hier so ein bisschen uns umgucken. Ich glaube, weil es so ein großes Ding ist, baue ich vielleicht sogar 4 Aufklärerfregatten. Wenn da was ist, werde ich es finden. Genau. So, die dürfen suchen gehen. Ich hoffe bloß, sie gehen zu unterschiedlichen Welten. Und jetzt? Sie suchen etwas? Ja, perfekt. Wenn und da dann, was ist, werde ich es finden. Dann gucken wir mal, was wir so alles Zeigen haben. Sie mir die Richtung. So. Die suchen etwas? Genau, die gehen jetzt einfach auf die Suche. Das passt dann schon. Und ich glaube, ich sollte dann auch bald anfangen. Ah, forschen ist vielleicht noch ein bisschen arg früh. Bau mal erstmal. Jetzt weiß ich gerade nicht. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Eisplanet, okay. Ich wollte nämlich als erstes. Das lohnt sich nämlich. Ich glaube, eine der Werften haue ich jetzt weg. Braucht man immer. Die hat jetzt ihren Zweck erfüllt. Moment. Die vordere Werft ist angreifbarer. Die schmeißen wir raus. So, Zwergplaneten, die sind nicht so gut. Der wäre zum Beispiel schon mal richtig nett. Der hat nämlich Handelseinkommen und 3 Kristallasteroiden. Die sind richtig nützlich. Planetenentwicklung abgeschlossen. Der hat nur Metall. Den Asteroiden könnten wir uns auch holen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Aber wir brauchen halt erst Schiffe, damit wir was einnehmen können. Und dementsprechend würde ich gerne ein Großkampfschiff bauen. Braucht dafür aber eine große Werft. Und die kostet nun mal Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. So. Bauen wir jetzt mal dahin. Wohin jetzt? Was macht der Aufklärer jetzt? Weiß auch nicht, wo er hin soll. Bauwerk kommt hier mal ein Wüstenplanet. Die sind, glaube ich, ganz gut für Steuern. Forschen kann ich ja noch nichts. Ich habe ja noch gar kein Labor. Ich sollte mir also ein Labor kaufen. Und zwar zivile Forschungsbasis. So, jetzt gehen mir schon langsam die Credits aus. Und der Kristall. Ich glaube, ich hole mir wirklich zuerst den Eisplanet. Wenn das denn geht. Jetzt schauen wir doch mal. Zivile Forschung... wo ist denn das mit dem Eisplaneten? Vulkanische Ausbeute, optimierte arktische. Da brauche ich 2 Forschungsteile. Ah ja. Mir fehlt Geld. Und Kristalle. Und wie ihr sehen könnt, sind Kristalle sauteuer. 80 brauche ich. Und ich mache nur fast einen in der Sekunde. Ja, da muss ich warten. Aber das ist klar, wir stehen noch ganz am Anfang. Die große Werft wird gebaut und dann schauen wir mal, was holen wir uns. Schlachtschiff, Flakfeuerkanone, Raketenbatterie, Embargo, schwerer Kampfflieger, Schnellbauverfahren, Kolonialkreuzer, Schilderneuerung, Nuklearbombe, aha. Planetenausrottung, der schaut doch nicht schlecht aus, Enterkommando und so weiter. Experimenteller Schild, Flakfeuer. Der hat sehr hohe Hülle und sehr gute Schilde. Er ist also ein richtig guter Tank. Macht auch guten Schaden. Hat auch guten Bomberschaden gegen Planeten. Der hat mehr Raketenschaden. 34, 17, 14. Der hat mehr K
Kampfkraft direkt. Kundschafter haben einen Kolonial. Holen wir uns erstmal einen Panzerkreuzer. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz gut. Der ist ähnlich gut wie dieser hier, hat nur mehr Schaden. So, und dann wollte ich ja noch eine zweite zivile Forschungsbasis. Ja, weil dann holen wir uns diesen Asteroiden und diesen Planeten zuerst und bauen die aus. Ein erdähnlicher Planet. Den sollte ich mir holen, wenn's irgendwie machbar ist. Wir haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Aufklärerfregatte, geh doch mal dahin. So. Da ist ein Schiff, da ist ein Schiff, da ist ein Schiff. Genau. Wir sollten den aber nicht alleine loslassen. Wir nehmen jetzt noch zwei leichte Fregatten mit. Und dann schauen wir mal. Kristall, Kristall, Kristall. Das heißt, ich kaufe das jetzt einfach. Jetzt fehlen mir hier die Credits, aber ich kann ja Metall ein bisschen verkaufen. So, jetzt fehlen nur noch 600. Zusätzliche Credits benötigt. Sensordrohne. Ich könnte die Bevölkerung erhöhen, aber ich will jetzt wirklich erstmal die arktische Ausbeute haben. Damit ich das bauen kann. Und dann fällt mir auch noch auf, ich brauche ja noch ein Kolonieschiff. Ne? Hol mal danach. Was soll zerstört werden? So, jetzt greifen wir erstmal da unten an, diesen Asteroiden und dann diesen Planeten. So. Und zusätzlichen Schaden. Okay. Oder Nuklearbombe. Melde mich zur Stelle. Ja, Nuklearbombe, die ist stark. Was jetzt? So, jetzt haben wir zwei Aufklärer, also zwei leichte Fregatten. Das da, die springen zusammen und sind bitte eine Flotte. Wobei das hier das Schlachtschiff sein soll. Und dann springen die da rüber und greifen an. Gibt's was für mich zu tun? Was ist das hier? Leichte Fregatte. Genau. So. Und dann bauen wir noch ein Kolonialschiff. Das brauchen wir einfach. Sonst können wir ja keine Planeten erobern. So. Und jetzt wird geforscht, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Hier hat so einen Nebel, eine Wolke. Aha, ein Wurmloch. Ein Weltraummüll. Na gut. Was wollen Sie wissen? So, mal gucken, was sich hier noch tut. Also ich habe hier eine kleine Ecke. Diese drei, ja, das sind so äußere Dinge. Asteroidengürtel, Asteroidengürtel. Neue Horizonte erwarten uns. Geht so, geht so, geht so. Gegner haben wir noch keine gefunden. Naja, was hat sich hier? Sprung abgeschlossen. Ein Phasensturm. Okay. So, und jetzt können wir hier kämpfen, oder? Nur schnell! Ich hab was so. Für dich! Nur schnell. Greift's jetzt doch da an. So, was ist das? Auch eine kobaltleichte Fregatte. Die kriegt aber ordentlich aufs Maul, denn wir haben hier das Schlachtschiff. Ich will mal so eine Nuklearbombe sehen. Nur schnell! Okay. Ich hätte gedacht, die macht mehr Schaden. Die macht nur 125 Schaden und dann Schaden 7 pro Sekunde. Naja, ist ja gar nicht schlecht. Irgendwas haben wir gefunden. Erdähnlicher Planet. Gegner, okay. Hand Illus. Aber der erdähnliche Planet ist frei und den sollten wir uns irgendwann holen. Das ist so ein wichtiges Ziel. Weil die bringen Steuern, Geld, Geld, Geld. Das ist abnormal. So, wir haben doch jetzt das Kolonieschiff muss dahin. Abgeschlossen. Genau. Forschung ist abgeschlossen. Dann sollten wir weiter forschen. Hier die Extraktoren. Die sind wichtig. Zusätzliche Credits benötigt. Komm schon. Na gut. Genau, Metall und Auslesezeugs. Also hier für Erze und Metalle, das ist wichtig. Krieg schon wieder Kopfschmerzen. Ein Sucher. Naja. So, nachdem wir jetzt hier... Da ist schon wieder auch noch so ein Sucher. Lotse. Egal, wir springen jetzt darüber und holen uns Sibelius. Okay. Das müsste passen. Aufklärerfregatten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir forschen hier so ein bisschen. Das passt schon. Schauen wir uns doch mal die Diplomatie an. Psyzalets. Car Magistras. Consul Armada. Rolos Sobai. Keine Rassengunst.
Keine Rassengunst und keine Rassengunst. Also es gibt keine Tags. Nur wir sind die einzigen Tags in diesem Universum. Also in dieser Galaxie oder wie auch immer. Weitere Forschung nötig. Notfallstrukturen, ja, nee, jetzt nicht. Das passt soweit schon. Das wohin, Commander? Nimmt er bitte ein, genau. Und danach fliegst du da hoch. So. Und die greifen jetzt an. Diese leichte Fregatte und dann die Bomberfregatte. Sobald wir genug Antimaterie haben, was noch dauert, könnten wir wieder eine Atombombe schmeißen. Aber da schauen wir mal. Forschung abgeschlossen. Ich frag mich, was das für Raketen sind, die so Schleifen fliegen. Hier, die da. Bom, 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 bom. Und manche treffen nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. So. Geben Sie den Befehl. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren. Ich ziehe jetzt die mal zurück. Sie sind der Boss. Ich glaube, das Schlachtschiff schafft es nämlich hier auch alleine. Zeit ist knapp. Müsste. Ich will nämlich noch nichts verlieren. Fahren Sie fort. So, der ist kolonisiert worden. Das ist sehr gut. Dann bauen wir hier gleich mal. Eine Werft braucht man nicht. Militärlabor jetzt auch nicht. Höchstens irgendwann Raffinerien. Genau, Strukturen, dass wir hier nicht Minus machen mit dem Steuern. Das ist wichtig. Oh, das ist ja ein cooler Planet. Der hat so Ringscheiben. Ach, schick. Wir haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Piu, 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 piu. So, die hauen da gut rein. Schaut euch mal an, wie hier die Schilde kaputt gehen. Das macht er nicht, glaube ich. Ah, ne, haut's mal die Flakfregatte weg. So, bald haben wir die Antimaterie voll. Dann geht's zur Sache. Ja, unsere Schilde halten, die Hülle hält auch, das schafft er schon. Was soll zerstört werden? So. Ich hab was für dich. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch ein Militärlabor bauen können. Derzeit keine logistischen Plätze verfügbar. Abgeschlossen. Die müssen wir da unten machen, okay. Na gut, das ist ja soweit schon mal in Ordnung. Ich glaube, ich baue jetzt hier mal Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Eine Raketenbatterie, obwohl die ist so teuer. Na, dann lassen wir das noch, schauen wir mal. Am Anfang sind kriegerische Handlungen noch nicht so häufig, glaube ich. So. Nur schnell! Was soll zerstört werden? Und der springt jetzt bitte darüber. Kann nicht so schwer sein. So. Artefakte, da tut sich noch nichts. Kommandopunkte. Ich kann nicht noch ein großes Kampfschiff haben, ne? Nee. Okay, können wir jetzt hier das Labor bauen? Ja, sehr schön. Schauen wir uns nochmal die Galaxie kurz an. Aha, da unten hat es einen Gegner, hier hat es einen Gegner. Da ist die Piratenbasis, da hat es einen Gegner. Und wir sind noch nicht überall gewesen. Schaut mal hier, hier hat es noch unentdeckte Welten, da hat es noch unentdeckte Welten. Also das ist schon eine richtig große Galaxie hier. Mit einem Stern. Ich frage mich, wie da hinten Leute leben können. Das ist ja ewig weit weg von der Sonne. Also, von diesem Stern. Mühsam. Das ist lustig, unser Stern heißt ja Sonne, glaube ich. Kundschafter haben eine Sonne an und sich gibt es, glaube ich, gar nicht, sondern bloß Sterne. Und unsere heißt halt Sonne. Ja. Aber ich bin mir da echt nicht sicher. Ich bin, was sowas angeht, bei solchem Wissen bin ich immer furchtbar schlecht. So, dann machen wir noch die Brandgranaten. Das ist auch gut, weil Planetenbombardement braucht man mit dem Schiff noch nicht hier. Ist noch nicht nötig. So, und dann holen wir uns noch den Zwergplaneten, weil, wieso nicht, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Die Piraten greifen bald an. Dann geht's richtig zur Sache. So, und hier können wir jetzt... Ja, der Akolyt ist noch ein bisschen arg früh. Ich hätte gern... Da gibt's so Kreuzer, die ich gern hätte, aber da brauche ich viel mehr Militärlabore. Lass uns mal die zivile Forschung ein bisschen vorantreiben. Hier, zivile Infrastruktur. Und hier Metallextraktoren und Kristallextraktoren, die sind wichtig. Genau. Das machen wir jetzt hier.
Sobald wir das Geld haben, mehr Geld, Geld, Geld. So. Und dann können wir hier noch kämpfen. Hier hat nämlich auch bloß zwei Gegner, das geht. Und dann holen wir uns hier diesen Planeten. Das müsste jetzt jeden Moment gehen. 90 Antimaterie brauchen wir. Naja, gut. Das passt schon. Schön, schön, schön. Okay. Unsere Flotte wird angegriffen. So. Okay, das passt schon. Der Planet müsste jetzt dann bald uns gehören. Kolonie wurde gegründet. Ja, wusste ich so. Und hier können wir Kristallextraktoren bauen. Ich verkaufe jetzt nicht das Altnet. Weil wenn ich genug Kristall habe, das ist das Schöne, mit Kristall kann man unglaublich gut Credits machen. Und dann fliegen wir da hoch. Da hat es nur einen Sucher, der macht nicht viel, der ist nicht so schlimm. Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Aha. Jetzt, genau, jetzt geht dieser Piratenmist los. Irgendjemand hat Geld auf die... Oh, oder und auf mich. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten. Das ist nicht gut. Da muss ich jetzt mitbieten. Das ist das Problem. Naja, das ist das ganz große Problem hier. Ich muss gucken, dass das Geld auf die Psy-Salets geht. Statt auf mich. Also irgendwer hat es auf mich abgesehen. Oh, jetzt muss ich Kristalle verkaufen. Also wahrscheinlich sind es die Psy-Salets, die jetzt Geld auf mich ausgeben, aber ich will... Ah, das tut so weh. Ich kann es mir halt jetzt nicht leisten auf die... Beziehungsweise die Piraten sind noch sehr klein. Wenn sie jetzt nochmal auf mich hochbieten, lasse ich es einfach geschehen. Na komm. Ist egal. Ist egal. Okay, greifen nicht mich an. Gut. Das gibt mir ein bisschen Zeit. Ich kann nämlich jetzt... Wir haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Anzahl der Großkampfschiffe. Also wenn ich das hätte, könnte ich ein zweites Großkampfschiff mir leisten. Und das wäre schon ziemlich wichtig irgendwo. Aber da muss ich jetzt eh erstmal gucken, wie ich das am besten hinkriege. So, hier müssen wir gucken. Das passt soweit. Ja, okay. Und da seht ihr mal, wie groß hier diese ganze Galaxie ist. Das ist unglaublich. Also da hat's Leute, da hat's welche. Fünf Spieler haben wir gefunden. 1, 2, 3, 4, 5. Einer fehlt noch. Und da gucken wir mal. Aber erstmal war's das auch schon mit dieser Episode. Ich versuche die relativ kurz zu halten. Und dann mache ich jetzt dann gleich weiter für die nächste Episode. Da wird's dann weitergehen. Piratenangriff steht uns bevor, glaube ich mal, in der nächsten Episode. Und wir bauen uns mal aus und schauen mal, ob wir ein zweites Kampfschiff hinkriegen. Oder so ein Großkampfschiff. Das wäre richtig nice. Ja, und dann mal schauen, dass wir zum erdähnlichen Planeten irgendwann expandieren. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Am Anfang ist es ein bisschen zäh, aber glaubt mir, das wird noch richtig stressig. Die schwere KI, die macht nämlich schon mehr als die normale. Also bei der normalen hat man ja nie Probleme. Mit Piraten eigentlich. Und jetzt hier, die fangen schon gut an. Also, wie auch immer, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.